Willkommen zurück zur letzten Folge von State of Decay 2. Und bevor ihr euch wundert, ja, es ist die letzte Folge. Warum, werde ich ein bisschen ausführlicher noch in einem, ja, in einem Infovideo erklären, das in der nächsten Zeit rauskommen sollte. Sobald es online ist, findet ihr da auch eine Verlinkung in der Videobeschreibung. Ach, wir brauchen zweimal Behandlung für ihn. Na gut, machen wir jetzt mal, scheiß drauf. Und warum das Ganze jetzt die letzte Folge sein wird, ich werde es nochmal ausführlich erklären. So viel sei gesagt, ich habe es ja in der letzten Folge schon angeteased, die gestern rauskam. Es ist mir ein bisschen zu... Ich weiß nicht. Wie soll man das erklären? Ich habe es ja oft schon gesagt, während im Verlauf des Plays. Es ist sehr wiederholend in den Aufgaben. Es ist sehr unübersichtlich in dem, was man tun kann und was nicht. Es ist... Es ist auf jeden Fall irgendwie nicht das Spiel, das ich mir erhofft habe, muss ich sagen. Und es ist auch ein Spiel, das meiner Meinung nach viel zu viele Wiederholungen drin hat. Man muss das ja mal tatsächlich sich auf der Zunge zergehen lassen. Eigentlich besteht das Spiel tatsächlich nur aus, hey, gehe da und dahin. Ach fuck, jetzt habe ich das Auto nicht mehr hier. Naja, gehe da und dahin. Ja, dann heißt es entweder Zombies abschlachten oder irgendwas sammeln, weil die Gemeinschaft schon wieder irgendwelche Probleme hat. Also, bin ich so ganz glücklich, aber wir probieren jetzt mal die Ghetto Blaster Box aus. Ach so. Down to my last one. Hä? Warte mal. Ah, cool. Habe ich das Ding jetzt überfahren oder? Oh. Dann mal nochmal. Wie cool ist denn das Lied? Es verschwindet natürlich alles. Leute, ich würde sagen, wir fahren nochmal ein bisschen durch die Gegend, einfach weil wir es können, mit einem ziemlich ledierten Auto, aber was soll's. Und dann war es das auch mit diesem Let's Play. Warum? Wie gesagt, es ist mir, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, das Spiel gefällt mir nicht. Sagen wir es einfach mal so. Es ist ein Spiel, das ganz gute Ideen hat, ja. Aber es ist auch ein Spiel, das vom Gameplay her mir einfach viel zu wenig bietet. Ich meine, Zombies kloppen, Sachen sammeln, ist in so einem Spiel normal. Und auch die Idee mit den Seuchenherzen und mit den Enklaven und mit dem ganzen Gedöns, ja, die ist tatsächlich nicht schlecht. Die habe ich auch von Beginn an sehr gemocht. Aber es wird meiner Meinung nach viel zu wenig daraus gemacht. Jede Begegnung mit anderen Menschen ist immer nur ein inhaltsleerer Dialog. Und man kann sich entweder entscheiden, hey, bin ich jetzt cool mit dem oder hey, bringe ich ihn um? Und zetteln Bandenkrieg wahrscheinlich damit an. Das sind so die Möglichkeiten, die man hat. Und ich finde, das ist einfach ein bisschen zu wenig
zu wenig einfach schlichtweg für so ein Spiel. Naja, wir haben es uns auf jeden Fall angeguckt. Ich würde sagen, wir haben dem Spiel auch durchaus seine Chance gegeben. Mit 30 Folgen ist es jetzt nicht das Allerschlechteste. FIFA 18. Da haben wir doch ein paar weniger Folgen gemacht. Nee, aber State of Decay ist kein schlechtes Spiel. Es ist aber auch kein sehr gutes Spiel, wie ich finde. Und deshalb möchte ich das Let's Play an dieser Stelle beenden. Ja, wir haben es nicht durchgespielt. Scheinbar kann man dieses Spiel auch irgendwie durchspielen. Aber was soll's, ne? Ah ja, okay. Aber was soll's im Endeffekt? Wir haben es halt nicht durchgespielt. Es gibt Schlimmeres, denke ich mal. Und ja. So viel auf jeden Fall dazu. Wir fahren jetzt hier noch eine Runde Auto. Einfach weil wir es können. Und dann gucken wir mal, ja, welches Display halt einfach mal beenden. Was ich jetzt noch machen möchte. Das Auto hat wirklich bessere Tage erlebt. Ich möchte mal gucken, wo es da hinten lang geht. Oder geht's hier nirgendwo lang? Willst du mir jetzt sagen, da kommt man nicht rüber oder was? Nein, bleib doch mal hier. Eieiei, okay. Ich glaube, man soll hier einfach nicht langkommen, ne? Obwohl da auch Zombies spawnen, lustigerweise. Aber da geht es tatsächlich ins Nichts. Interessant, okay. Dann fahren wir weiter. So, also wir fahren jetzt noch ein bisschen durch die Gegend. Schauen uns die schöne Spielwelt von diesem Spiel an. Ja. Bisschen schade, ne? Vielleicht bin ich da halt auch irgendwo ein bisschen verwöhnt von solchen tollen Spielen wie Zelda oder so. Was ich übrigens auch aufnehmen muss. Ich weiß, es ist letztens ausgefallen. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber ja, so ist das halt. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mehr von State of Decay schauen wollt, da bin ich jetzt auch ganz, ganz unverhohlen, wenn ich euch das nicht geben kann, dann sage ich euch wenigstens, wo ihr mehr bekommt. Wenn ihr wollt, schaut doch mal beim Kanal Anpu Let's Plays mit Mu vorbei. Das ist ein netter Kollege aus Österreich, den ich nur sehr empfehlen kann. Und der hat State of Decay 2 tatsächlich komplett durch Let's Played. Hat aus irgendwelchen Gründen nur, ich glaube, 15 Folgen gebraucht, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es hat mich dann doch ein bisschen überrascht, dass der so schnell durch war mit dem Spiel. Aber okay, ist dann halt so. Ja, also wenn ihr ein Let's Play zum Spiel sehen wollt, kann ich euch nur empfehlen, mal bei ihm reinzuschauen. Jetzt ist die Frage, können wir dieses Auto benutzen? Nein. Ja, er konnte natürlich die Tür niemals aufmachen, die nicht vorhanden ist. Naja. Ja, so viel auf jeden Fall mal dazu. Wie gesagt, bei ihm könnt ihr das Let's Play auch nochmal schauen, von einem anderen Let's Player, wenn ihr es möchtet. Denn er hat es, wie gesagt, komplett durchgespielt, soweit ich das gesehen habe. Hab mir das Let's Play jetzt nicht angeguckt komplett, nur ein paar Folgen. Aber er hat es, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, durchgespielt. Also könnt ihr es euch ja bei ihm anschauen, wenn euch das Spiel sehr interessiert. Ansonsten lade ich euch natürlich herzlich dazu ein, meinem Mario Tennis Aces Let's Play beizuwohnen, denn das wird demnächst losgehen. Und natürlich dürft ihr sehr, sehr gerne mit dabei sein. Ich freue mich auf das Spiel. Und ja, abschließend zu State of Decay. Wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel, es ist kein grottenschlechtes Spiel. Aber es ist irgendwie nicht mein Spiel. Oh mein Gott. Lassen wir es einfach mal so stehen. Waste that fucker.
Die Wichser müssen nicht unbedingt sterben. Die können doch auch einfach hier wichsen. Lass sie doch wichsen. Oh mein Gott. Ich bin nur scheiße langsam. Es war jetzt nicht geplant, hier irgendwie eine Folge zu machen, in der ich sterbe. So eine Finalfolge. Oh mein Gott. Haut ab. Ich brauche mein Auto. Ohne Auto bin ich einfach verloren. Wobei ich die meisten Zombies jetzt abgehängt habe. Na klar, kommst du jetzt und gehst mir auf den Sack. Ich habe keine Munition dabei. Ja, geil. Na komm, fahren wir weiter. Soweit uns das Benzin noch trägt und das Auto noch hält. Boah, ich glaube auch, dass wir bald laufen werden. Solchen Herzen gibt es hier wirklich viele, muss ich sagen. Wir sagen jetzt auch wieder Endstation. Es ist doch unglaublich deprimierend, hier auf so einem kleinen Areal mit so vielen Zombies zusammenzuhängen und nicht raus zu können. Mal, vorne sieht es aus, als könnte man raus. Ich probiere es mal. Ja, die unsichtbare Wand. Mhm, klar. Na gut, Leute. Ich würde sagen, an der Stelle endet unsere Reise hier bei State of Decay 2. Wie gesagt, es ist nicht schlecht, aber es hat mich jetzt nicht so mega gut unterhalten. Und da möchte ich die Zeit, die ich hier für die Let's Plays aufbringe, lieber für Spiele widmen, die mir Spaß machen. Wie gesagt, mehr dazu gibt es in dem benannten Video. In dem Video, wo ich das Ganze nochmal erklären werde, was ich damit jetzt genau meine und wie es dann halt auch weitergeht und so. In der Videobeschreibung findet ihr sowohl dieses Video, dieses Quatschvideo, als auch das Let's Play von Anpu, wie versprochen. Wobei, ich habe es gar nicht versprochen, aber ich werde es euch verlinken, dann braucht ihr gar nicht suchen. So, jetzt versuchen wir uns noch hier irgendwie hoch zu glitschen. Das klappt natürlich nicht so gut. Glitchy, glitchy. Ja, natürlich, ey. Das ist so schlecht mit den unsichtbaren Wänden. Na gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge von was auch immer, worauf ihr Bock habt. Das war's von State of Decay 2. Leider, aber ja, wie gesagt. Ich denke, der Worte sind genug gewechselt zu dem Spiel. Und wir haben mal reingeguckt. War nicht die schlechteste Erfahrung, aber an dieser Stelle soll es was gewesen sein. Danke fürs Zuschauen, danke für alle Kommentare bei diesem Spiel, aber ich glaube auch das Interesse an dem Spiel war auch relativ gering, von daher wird mir keiner böse sein, nehme ich mal an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal zu einem anderen Spiel. Bis dann, schöne Grüße, euer Fritte. Ciao.